Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspielfreunde, zur Tyranny. Eins vorweg, ich bin ein bisschen erkältet, deswegen wird meine Stimme heute nicht ganz so gut sein wie sonst. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Also, ich hoffe, dass das bald besser wird. Aber das hält mich jetzt nicht vom Aufnehmen ab. Also, wenn ihr ab und zu mal so ein Krächzen hört, dann wisst ihr, dass es davon kommt. So, zweitens, wir haben wieder eine Paradox-Belohnung bekommen, nämlich einen Trank der Elementarbarriere. Den können wir gleich mal wegpacken. Und dann geht's weiter. Also, wir haben zwei Aufträge erhalten in der Ehrenden Esse. Nämlich einmal, wo sind denn meine Questlogs? Haben wir den zerbrochenen Speer, wo ich einen scharlachroten Unruhestifter stellen muss. Und ich soll die Wachplatzfestung für Graven Ash untersuchen. Das wäre also einmal hier, Wachplatz. Und einmal hier hinten, Dorf Kaedo. Ich denke mal, wir nehmen zuerst das Dorf. Hier. Weil das eine Nebenquest ist, die wird wahrscheinlich, hoffentlich, ein bisschen einfacher sein als die Hauptquest. Zum Turm des Sonnenuntergangs, also zu Lithians Kreuzung, kommen wir leider gar nicht. Weil wir über den Eisenpfad nicht drüber kommen. Aber wir sollten zu dem Dorf kommen können. Gut. Sorry, can't. Unterhaltung mit den NPCs lasse ich jetzt mal außen vor, nachdem wir letzte Folge so viel mit Graven Ash reden mussten. Und meine Stimme heute auch eh nicht für viel Dialog hergereicht. Deswegen einfach mal ins Dorf Kaedo. Den Wachplatz erreichen wir zwar in 12 Stunden, aber das Dorf ist mir erstmal lieber. Und wir können mal kurz einen Blick drauf werfen, wo noch überall Türme sind. Also das ist unser Turm, Turm des Berges, der gehört uns. Dann steht hier ein Turm. Hier im Klingengrab steht einer, mehr oder weniger. Und hier der Turm des Sonnenuntergangs, den wir zuerst erreichen wollten. Und ja, das sind wohl die Altmauern, die hier entlang verlaufen. Hier und hier. Bastardstadt, ist klar. Und scheinbar verlaufen die Altmauern bis in den Norden hinaus. Also ja, die Stufen sind wirklich eine Art Halbinsel, eine ziemlich große Halbinsel eben, weil nur über den Flecken Land ist sie zu erreichen. Alles andere wäre Meer, aber ziemlich viel sieht nach hohen Klippen aus. Gut. Also haben wir noch 1, 2, 3, 4 Türme, die wir erobern müssen. Für die Hauptquest. Jo, also auf ins Dorf Kaedo. Wir müssen wieder über den Eisenpfad. Naja, aber diesmal kommen wir einfach über den Eisenpfad drüber. Wahrscheinlich werden wir nicht über die Brücke müssen. So, ich sehe unsere Truppe gar nicht. Wahrscheinlich, weil die da unten verborgen ist. I'll stay downwind of our enemies. So, bis jetzt sieht das hier ja ziemlich leer aus. Ja, da sind Hordenmitglieder. Hier auf dem Markt müsste es doch was versteckt geben, was wir entdecken können. Aber scheinbar nicht. Die meisten Siedler Kaedos flohen, als sich die Streitkräfte des Chors näherten. Dieses Zuhause wurde so wie die meisten anderen auch verlassen. Also ja.
Oh, zwei Schriftrollen für unsere Türme. Das ist ja Turmbaumaterial. Hier, genau. Tierhäute, Alchemiematerial. Ein paar Baupläne und Schriftrollen. Oh. Sind sogar Geschmähte hier. Was hat das zu bedeuten? Leg die Waffen nieder, Mundatmer Nefzio. Und ich gebe dir mein Wort, dass du und deine Männer unverletzt zu Ash zurückgebracht werden. Nur um Schwertsarbeit oder der Achse Scharfrichters entgegenzublicken, wird Ash die entführten Karawanen einfach so vergessen? Du glaubst, du kannst das einfach unter den Teppich kehren? Die Stimme der Soldatin wird weicher, aber es schwingt ein gefährlicher Unterton mit. Ich streite nicht ab, dass du Gräfin Ash Rede und Antwort stehen musst. Sein Wort ist Gesetz und du wirst von seiner Gnade abhängig sein. Dem Leutnant entkommt ein schicksalsergebendes Lachen. Ich kenne Ashs Gnade bereits. Er duldet den scharlachroten Chor nicht. Da kann unser Werdegang noch so glänzen. Ich könnte mir unter Nerats Stimmen zehnfach einen Namen machen und es würde für Graven Ash gar nichts bedeuten. Weil die beiden sich hassen, das ist ja klar. Soweit es ihn betrifft, sind wir nur Briganten und Piraten und er hegt Groll gegen uns, dass wir in seinem Krieg kämpfen. Da ist jetzt was dran. Graven Ash wollte nie, dass sich der scharlachrote Chor der Invasion anschließt und sei immer nur als Hindernis. Das wirft die Frage auf, wie es ihm wohl allein ergangen wäre. Ich wette, die Geschmähten hätten bis zu ihrer Ausrottung gekämpft. Oder die Eroberung wäre besser organisiert gewesen, frei von Uneinigkeit und Meinungsverschiedenheiten. Mutmaßungen sind sinnlos. Wir werden es nie wissen. Ich glaube schon, dass Ash es geschafft hätte, die Stufen alleine zu bezwingen. Weil der Chor hat viel zu viele Truppen verheizt. Auch er hat auch ziemlich viele von Ashs Truppen auf dem Gewissen. Durch Inkompetenz und diese wilden Kampftaktiken. Ich zweifle das nicht einen Augenblick lang an. Taktik und Ausbildung reicht, um einen Krieg zu gewinnen. Die Leidenschaft des scharlachroten Chors ist ein leeres Versprechen. Er nickt in Richtung des Streits. Sieht so aus, als würde sich das hier zuspitzen. Du kannst so lange diskutieren, wie du willst. Du kannst nirgendwo hin. Lass deine Waffen fallen oder stirb da, wo du stehst. Deine Alternativen sind beschissen. Ich habe eine bessere Idee. Sein Pfiff durchdringt die Stille. Schnappt sie euch, Jungs. Ja, seine Wächter eliminiert. Das sind hauptsächlich Hordenmitglieder. Und eine Wüterin, okay. Gehen wir mal ein bisschen auf die Wüterin los. Denn die ist am gefährlichsten. Okay. Ja, die Hordenmitglieder sind alle schon ziemlich verletzt. Oh, mach mal begraben auf den da. Wo ist Beric? Der ist da. Ja, schwer verletzt. Dann bring den fertig um. Ihr beide auf das, den Kerl da. Mit einem Herzwurf. Und was kannst du machen? Ein arkanes Geschoss. Wie steht's um unsere Unterstützung? Eigentlich ziemlich gut. Herr Beric, schnapp du dir den. Brenno und Beric können einmal pro Begegnung Eisenschlag wirken. Okay.
Nee. Du stichst bei dem, der am Boden liegt. You'll have to hit harder than that. So, was kannst du machen? Ein Eisstrahl auf die Wüterin. So, brennendes Eisen auf die Wüterin und du schlägst. Die einfach tot. Das ist immer gut, wenn der Gegner brennt, kann er sich kurzzeitig nicht wehren. Wir werden hier draußen wachsam bleiben, Schicksalsbinde. Okay, ich kann ihm jetzt erstmal folgen oder ich nehme mir die Kriegsbeute hier mal mit. Ein Schleifstein zum Beispiel. Ein brausender Wurf durch. So. Und dann gehen wir hier rein. Tja, da steht er. Er hat einen Bluthund, einen Blutkator, zwei Wüter. Tja. Da wir vom Schlimmsten ausgehen können. Buff ich mal alle hoch? Kannst du auch einen Buff? Nein, du kannst nur Grabenschlag. Oh, das ist cool. Graven Ash? Verdammt, kein Ausweg. Hey, du, ich nehme an, du willst mir nicht beim Entkommen behelfen, so wie du aussiehst. Er mustert dich argwöhnisch. Liefer dich den Geschmähten aus und werde verschont. Ich bin mir sicher, dass wir zu einer Lösung kommen, die uns beiden dient. Richtig geraten, stirb. Liefer dich den Geschmähten aus. Als würde ich so eine Lüge jemals glauben, da kann ich genauso schnell eine Klinge in meinen Bauch rammen und einen schmerzlosen Tod sterben. Aber ich fange damit an, dich zu töten. Wäre doch langweilig, alleine zu sterben. Okay, kein Problem. Du lenkst mal den ab. Der muss nämlich schnell fallen. I will aid you. Okay, der ist schwer verletzt schon mal. Dann gib gleich noch mal eins nach. Mit dem erschütternden Strahl. Whatever you need. Oh. Das hier könnte lustig werden. Du stich mal zu. Du hau die. Okay, er ist schon mal dem Tode nah. Du heil mal sie. Das war okay. Bluthund, der muss weg. We'll break you.